Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Vlog, den ich jetzt drehen möchte, weil ich letzte Woche so ein bisschen übers Internet hergezogen bin und wie schlecht es eigentlich ist für die Entwicklung des Gehirns und bla bla bla. Und diese Woche möchte ich mal auf das hinweisen, was ich selbst am Internet einfach so toll finde und was ihr alle wahrscheinlich mehr oder weniger auch so toll daran findet, nämlich was man damit alles machen kann und dass es eben doch nicht so schlecht ist, wie man meint, wenn man es richtig nutzt. Das Internet, das bietet ja ein immenses Wissen. Da ist eigentlich, findet man alles, was die Menschheit weiß, irgendwo online. Die Frage ist, ob man es findet, aber das ist ja eine andere Frage. Fakt ist, dass man im Internet einfach so viele Informationen hat, um sich Wissen anzueignen. Und das ist eigentlich das Beste daran. Der Nachteil ist natürlich ganz klar, man muss wissen, wie man gute Informationen von schlechten oder auch gar falschen Informationen unterscheiden kann. Und das ist was, wo man sagen muss, da finde ich, dass Schule echt ein bisschen Nachbesserungsbedarf hat, weil es ist tatsächlich oft so, dass Schüler, die nicht in die Oberstufe kommen, also die maximal bis zur 10. oder 11. Klasse in der Schule sind, dass die nie wirklich lernen, eine gute von einer schlechten Quelle zu unterscheiden. Also auch mal kritisch an eine Quelle rangehen, sondern viel eher einfach glauben, was irgendwo steht. Aus Gewohnheit, weil wenn man es im Schulbuch liest, dann muss man das ja auch nicht kritisch hinterfragen. Dann steht es halt da und der Lehrer sagt, das stimmt so, also stimmt das so. Das fehlt so ein bisschen und das macht es natürlich ausgesprochen schwierig, mit dieser Fülle an Informationen und Wissen zurechtzukommen, weil man möglicherweise gar nicht in der Lage ist zu verstehen, dass das eine oder andere davon nicht stimmt. Aber wenn man das kann, dann hat man so viele Möglichkeiten. Ich liebe genau diese Möglichkeiten. Ich habe ich glaube ich schon mal erwähnt, zum Beispiel einen, sagen wir mal, Kurs belegt. Eigentlich habe ich mehrere Vorlesungen, die Einführung zur Psychologie an der Yale University, die ist in den USA, angesehen, nur übers Internet. Die haben das aufgenommen, das machen sehr viele Universitäten mit vielen unterschiedlichen Kursen, dass sie die aufnehmen, die Vorlesungen. Man bekommt nicht immer alles mit, aus rechtlichen Gründen. Zum Beispiel, die Studenten sagen zum Beispiel, sie wollen nicht gefilmt werden, dann filmt man nämlich nicht den ganzen Vorlesungssaal, sondern nur den Professor, den Dozenten. Auch sieht man zum Beispiel bei dem Kurs, den ich jetzt da belegt habe, nicht die ganzen Präsentationsfolien. Das ist aber nicht schlimm. Du bekommst trotzdem Infos darüber, wo zum Beispiel die weiterführenden Infos stehen. Wie heißt denn? Die Literatur, die die Studenten lesen sollen. Man bekommt mit, was für Hausaufgaben die bekommen. Das heißt, man kann eigentlich alles genauso lernen wie die Studenten auch. Klar, ich habe danach nicht denselben Abschluss wie die, weil ich eben nicht eingeschrieben bin an der Uni. Aber ich habe dasselbe Wissen. Also am Ende bin ich quasi genauso schlau wie all die Studenten dort, wenn ich das alles so durcharbeite. Ich kann nur einfach dieses Zertifikat am Ende nicht in Händen halten, dass ich jetzt was weiß ich was bin. Aber das spielt ja gar keine Rolle, darum geht es nicht unbedingt. Mir geht es nur ums Wissen. Mich hat es interessiert, ich wollte das wissen. Und so geht es mit vielen Kursen, sei es jetzt in Form von so einer aufgezeichneten Vorlesungsserie oder in Form von irgendeinem anderen Kurs. Das Wissen ist da und es steht mir zur Verfügung. Das heißt, ich kann mit dem Internet einfach extrem viel und auch ziemlich bequem lernen. Und das finde ich echt super. Ich habe auf diese Weise, das habe ich auch schon mal gesagt, eine komplette Fremdsprache gelernt. Muss dazu sagen, es ist nur Niederländisch. Ich sage das deshalb so, weil wenn man Deutsch kann, dann wird man im Niederländischen sehr viele Wörter finden, die sind im Deutschen sehr ähnlich. Und wenn man dann auch noch Englisch kann, dann wird man feststellen, dass die Grammatik, die es im Niederländischen gibt, ähnlich ist wie die im Englischen. Und wenn man das kombiniert, dann ist es nicht sonderlich schwierig, diese Sprache zu lernen. Aber ohne das Internet hätte ich die Möglichkeit nicht so einfach gehabt. Ein halbes Jahr irgendeinen Basiskurs belegt, danach habe ich einfach YouTube-Videos geguckt auf Niederländisch und tada. Fertig ist eine Sprachkenntnis, die ich a. äußerst schnell hatte und b. äußerst bequem. Ich musste nicht mal in die Niederlande gehen. Ich musste keinen einzigen Cent ausgeben dafür, diesen Kurs zu belegen. Es war ja nicht mal wirklich ein Kurs. Es war halt, ich habe mich halt mit der Sprache beschäftigt. Und es ist nicht die einzige Sprache, mit der ich mich beschäftigt habe, aber es ist die effektivste gewesen. Das sind Möglichkeiten, die hatte man vor dem Internetzeitalter so noch nicht. Genauso in Kontakt bleiben oder überhaupt mal in Kontakt kommen mit der ganzen Welt, ohne
diese Welt zu sehen, ohne also live vor Ort zu sein. Ich habe vor über 10 Jahren mittlerweile, ich weiß gerade selber nicht so genau, wie lange das her ist, mal so eine Art Austauschschülerin gehabt. Das war kein echter Austausch, weil wir sind nie dorthin. Das war einfach nur ein, die sind zu uns gekommen, sind eine Woche geblieben und sind dann weiter durch Deutschland gereist und die kamen aus Neuseeland. Also viel weiter weg kann man eigentlich nicht sein. Und mit der habe ich Kontakt gehalten, dank des Internets. Natürlich hätte man auch einfach Briefe schreiben können, aber A, das dauert was länger bis nach Neuseeland und B, ist teurer. So bequem per E-Mail, später dann über soziale Medien, soziale Netzwerke. Viel einfacher geht's doch gar nicht. Dadurch, dass es so einfach ist, ist man ja auch viel eher dazu geneigt, es dann zu tun. Und viel eher sieht man die Notwendigkeit, zum Beispiel Sprachen zu können, damit man sich eben auch mit der ganzen Welt unterhalten kann und nicht nur bei seiner Muttersprache und vielleicht noch Englisch bleibt, womit man ja schon super weit kommt, also jetzt mit Englisch. Gut, mit Deutsch kommt man ehrlich gesagt auch erstaunlich weit. Es überrascht mich immer wieder, wie viele Menschen überall auf der Welt so ein paar Brocken Deutsch können. Erst neulich wieder war ich irgendwo unterwegs mit dem Hund und da hält neben mir ein Auto, ganz offensichtlich aus England, weil es A, ein englisches Kennzeichen hatte und B, das Lenkrad auf der falschen Seite war, also auf der rechten Seite. Die haben mich dann nach dem Weg gefragt und ich finde es natürlich super, wenn die, wenn auch ausgesprochen wenig, aber doch ein bisschen Deutsch können, aber ich kann denen auf Englisch natürlich viel besser helfen, weil die mich dadurch viel mehr verstehen. Wenn du nicht gut Deutsch kannst und bist in Deutschland und du willst mal gerade wissen, wie du irgendwo hinkommst und dann kann dir das jemand in deiner Muttersprache erklären, ist doch super, ist doch viel einfacher, als es dann auf Deutsch zu hören, es möglicherweise nicht zu verstehen und dann immer noch nicht ans Ziel zu kommen. Und im Internet hast du halt die Möglichkeit, dir dieses Wissen anzueignen, was du möglicherweise brauchen kannst, aber halt auch Kulturen kennenzulernen, ohne dort wirklich hinzugehen. Natürlich ist es immer schöner, wenn man dann dort ist, weil man es dann auch wirklich mal sehen kann, mal wirklich miterleben kann, aber die Möglichkeit hat nicht jeder. Und zu sehen, wenn man sich anguckt, wie viel, also das in Nachrichten wird ja eigentlich immer nur Negatives berichtet. Und dann hat man das Internet und man unterhält sich vielleicht mit Menschen, die dort wohnen, wo man immer nur Negatives hört und stellt fest, das ist nicht alles. Es ist nicht nur schlecht dort. Die leben dort gerne, bei denen ist es schön, die ganzen negativen Berichte, die man hört, die sind nicht in deren Region, was natürlich schön ist, aber es ist eben nicht alles. Es ist nicht nur das, was man in den Nachrichten sieht, es ist viel mehr. Es ist ein stinknormales Land und es hat halt Probleme, aber hey, Deutschland hat ja überhaupt keine Probleme, ne? Nö, Quatsch. Ja, in anderen Ländern wird auch negativ über uns, was heißt negativ über uns, negativ über das berichtet, nee, wie heißt das? Das Negative berichtet, was sich in Deutschland ereignet. Versteht ihr, das ist einfach, das ist das, was ich am Internet so liebe. Ich kann so viel Wissen mir aneignen. Ich habe die ganze Fülle vor mir. Ich muss sie nur durcharbeiten, was mühsam ist, was aber auf der anderen Seite natürlich vereinfacht wird dadurch, und das habe ich im letzten Video ja gesagt, dass man schnell Antworten auf Fragen bekommt. Was aber genau eigentlich der Haken ist, was eben nicht ganz so gut ist. Es wäre viel sinnvoller, wenn man sich ein Thema selbst aneignet. Ich habe zum Beispiel, und das habe ich jetzt schon seit vielen Jahren, Lust, einen eigenen Wohnanhänger fürs Fahrrad zu bauen. Also einen Anhänger, den ich mit dem Fahrrad ziehen kann. Dank dem Internet habe ich jede Menge unterschiedliche Projekte gesehen von Leuten, die das schon gemacht haben und auch die Schwierigkeiten mitgekriegt, worauf man achten muss. Natürlich ist es eine simple Art und Weise zu sagen, ich probiere das einfach mal und sehe, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, probiere ich es neu. Aber wenn das Budget nicht so groß ist, dann ist es eine blöde Idee. Und so ist es für mich zum Beispiel ganz einfach. Erstmal muss ich wissen, wie groß darf das Ding denn sein, damit ich es auf deutschen Straßen damit fahren kann. Also brauche ich mal ein Gesetz dafür. Ich muss mir das Gesetz nicht kaufen. Ich muss nicht in eine Bibliothek gehen und hoffen, dass die ein aktuelles Gesetz haben. Nein, ich gehe einfach online gucken. Natürlich nicht irgendwo, sondern dann dort, wo ich die offiziellen Gesetze kriege. Und dann sehe ich, alles klar, das sind die Maße, die ich maximal haben darf für so einen Fahrradanhänger. Dann überlege ich mir mal, passt es denn? Dann habe ich so viel Geometrie in diesem Projekt drin, wie ich es in meiner ganzen mathematischen Laufbahn wahrscheinlich nie hatte. Ich habe ein Programm aus dem Internet absolut legal und kostenlos runterladen können, mit dem ich eine Skizze erstellen konnte, eine dreidimensionale Skizze. Die kann ich ständig drehen und von oben und unten angucken, mir unterschiedliche Ebenen einrichten und schauen, wenn ich das jetzt bauen wollte, wie ich es mache. Ich habe bis heute den Anhänger nicht gebaut, weil ich einfach immer noch nicht sicher bin, wie ich den eigentlich haben will. Aber das ist genau der Punkt. Ich habe halt die Möglichkeit, durch das Internet mir auch die Ideen von anderen viel leichter anzugucken.
ohne dass meine eigene Kreativität eingeschränkt wird. Im Gegenteil, ich habe mir vielleicht die Vorstellung so und so, dann überlege ich, das ist jetzt nicht so aerodynamisch, aber einfach zu bauen, das ist in so einem Kasten. Wie könnte ich das aerodynamisch machen? Dann googelt man halt mal ein bisschen, dann nutzt man irgendeine Suchmaschine, wie zum Beispiel Google oder AOL oder was weiß ich, was es alles gibt. Yahoo, gibt es noch? Was weiß ich, ist auch egal. Und dann kriegt man eine andere Idee und dann lernt man zum Beispiel was über, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, wie formuliere ich, erkläre ich das jetzt, so eine halbrunde Kugel, man nennt die auch Airstream-Wohnwägen, und wie man die bauen kann, dann lernt man was über unterschiedliche Materialien und dann stellt man fest, die Materialien gibt es nur in bestimmten Maßen, die Maßen passen jetzt wieder nicht für das, was ich brauche, dann überlegt man sich Alternativen, dann hat man unterschiedliche Materialien für zum Beispiel den Rahmen, für die Räder, unterschiedliche Verbindungen für die Räder, alles Dinge, die man ganz einfach lernen kann, wenn man sich an den Rechner setzt. Und ich muss nicht ständig hin und her fahren und gucken, was es gibt und dann überlegen und neu rechnen und messen und rechnen, wie schwer das ist und wie viel das dann kostet. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Es ist so bequem. Und das halte ich nicht immer für negativ. Es gibt Momente, da ist es vielleicht negativ, dass es so ist, aber eben nicht immer. Und das ist das, was ich so toll finde, was man so unheimlich für sich nutzen kann, weshalb ich immer noch der Meinung bin, zum größten Teil ist das Internet echt Top-Erfindung. Aber halt unter der Voraussetzung, dass man es richtig und sinnvoll nutzt und nicht sich davon, ich sage jetzt mal, nur unterhalten lässt, was auch nicht verkehrt ist, sondern eben auch den Nutzen daraus zieht, den das Internet bietet und eben sich das Wissen aneignet, was man haben will, ohne es sich auf die faule Haut zu legen und zu sagen, ich lasse mal das Internet für mich arbeiten, sondern es einfach als unheimliche Quelle für Wissen nutzt und sich das Wissen dann aneignet, ohne zu sagen, es steht ja sowieso alles online, ich brauche mein Hirn gar nicht benutzen, ich lese es einfach nach, wenn ich es wissen will. Das ist auf Dauer total blöd, weil man dann ja für die simpelsten Sachen ständig erstmal nachgucken muss, ständig neu suchen muss. Ist doch viel simpler, einfacher, wenn man, ja, ist dasselbe, wenn man das einmal nachguckt, weil man es nicht weiß, und dann weiß man es, dann merkt man sich das und sagt dann nicht, da steht ja eh alles online. Das ist dann doof, dann nutzt man es nicht richtig. Und das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich eben genau das am Internet so schätze, das deshalb auch so gerne nutze und es auch nicht in dem Sinne verteufeln will, weil es halt echt toll sein kann, wenn man es richtig angeht. Wenn man es falsch angeht, dann ist es tatsächlich eher keine so gute Idee, aber das gab es ja letzte Woche schon. So, das soll es gewesen sein. Psst. Ja, macht's gut. Ciao.